Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, willkommen im Deutschunterricht für die vierte Klasse der Grundschule. Unser Thema heute ist Tiere. Nasze tema danas je životinje. Tiere auf dem Land und Haustiere. Životinje na selu i kućni ljubimci. Ich bin eure Lehrerin heute und mein Name ist Gordana Barišić-Lazar. Danas sam ja vaša učiteljica njemačkog jezika. Za ovaj sat njemačkog jezika potrebno vam je sljedeće. Bilježnica i olovka, jer ćete nešto zapisati, te slušalice i internet, jer ćete gledati video sadržaj i rješavati digitalni zadatak. Važno je isto tako napomenuti da ovu video lekciju možete u svakom trenutku zaustaviti. Ako želite riješiti neki zadatak, pogledati video ili pročitati tekst, te zatim ponovno pokrenuti. Danas ćemo imenovati životinje na selu i kućne ljubimce, opisati životinje, razumjet ćemo tekst o kućnim ljubimcima i pjevati pjesnicu o životinjama. Pa počnimo! Was ist weiß? Što je bijelo? Odgovori usmeno. Der Schnee ist weiß. Ist die Katze weiß? Je li mačka bijela? Ja, die Katze ist weiß. Ist der Hund weiß? Ja, der Hund ist weiß. Pas je bijele boje. Ist der Fisch weiß? Nein, der Fisch ist nicht weiß. Riba nije bijela. Der Fisch ist bunt. Kakva je? Šarena. Und was ist das? Da vidimo koliko se sjećate. Das ist eine Katze oder das ist ein Hund? Richtig, das ist eine Katze. Wie ist die Katze? Kakva je mačka? Klein, malena. Groß, velika. Mittelgroß, srednje veličine. Lieb, draga. Verspielt, zaigrana. Klug, pametna. Weiß, bijela. Gelb, koja je tono boja? Žuta, orange, narančasta. Rot, crvena. Roza, roza boje. Schön, lijepa. Violet, ljubičasta. Blau, plava. Grün, zelena. Braun, smeđa. Grau, siva. Schwarz, crna. Oder bunt, šarena. Zaustavite lekciju i odgovorite usmeno. Mogli ste reći: Die Katze ist klein, verspielt und weiß. Was ist das? Sjećate li se? Das ist eine Katze oder das ist ein Hund? Richtig, das ist ein Hund. Und wie ist der Hund? Šta smo rekli? Što je klein? Malen, groß, velik, mittelgroß, srednje veličine, lieb, drag, verspielt, zaigran, klug, pametan, a ostalo su boje. Also wie ist der Hund? Zaustavite lekciju i odgovorite usmeno. Mogli ste reći: Der Hund ist klein, lieb, verspielt und weiß. Was ist das? Tko se sjeća? Das ist eine Katze oder das ist ein Fisch? Richtig, das ist ein Fisch. Und wie ist der Fisch? Pausiert die Lektion und antwortet.
kakva je riba, zaustavite lekciju i odgovorite usmeno. Jeste li ovako odgovorili? Der Fisch ist mittelgroß oder klein, lieb und bunt. Was ist gelb? Što prikazuje sličica? Sjećate se? Die Sonne ist gelb. Ist der Fisch gelb? Ja, der Fisch ist gelb. Ist das Huhn gelb? Nein, das Huhn ist braun. Ist der Papagei gelb? Nein, der Papagei ist bunt. Ist das Küken gelb? Ja, das Küken ist gelb. Ist die Kuh gelb? Nein, die Kuh ist schwarz und weiß. Sjećamo se, djeco. Was ist das? Das ist eine Katze oder das ist ein Huhn? Ja, das ist ein Huhn. Wie ist das Huhn? Das Huhn ist... Zaustavite lekciju i odgovorite usmeno. Mogli ste ovako odgovoriti. Das Huhn ist mittelgroß, schön und braun. Was ist das? Tko se sjeća? Das ist eine Kuh oder das ist ein Huhn. Ja, richtig. Das ist eine Kuh. Wie ist die Kuh? Kakva je krava? Die Kuh ist klein, groß, mittelgroß, lieb, süß, slatka, klug, pametna, a ostalo su boje. Zaustavite lekciju i odgovorite. Mogli ste ovako odgovoriti. Die Kuh ist groß, lieb, süß, weiß und schwarz. Was ist das? Tko se sjeća? Das ist ein Küken oder das ist eine Kuh? Ja, richtig. Das ist ein Küken. Und wie ist das Küken? Kakav je pilić? Odgovori ovako. Das Küken ist... Zaustavi lekciju. A mogli smo reći... Das Küken ist klein, lieb und gelb. Was ist das? Das ist ein Papagei oder das ist ein Küken? Ja, natürlich. Das ist ein Papagei. Wie ist der Papagei? Der Papagei ist... Pausiert die Lektion und antwortet. Pausierte Lektion und govorite. Mogli ste ovako odgovoriti. Der Papagei ist mittelgroß, klug und bunt. Was ist braun und grün? Što je smeđe i zeleno? Ja, der Baum ist braun und grün. Ist der Hamster braun? Ja, der Hamster ist braun. Wie ist der Hamster? Kakav je hrčak? Klein, groß, mittelgroß, lieb, verspielt, klug. Antworte mündlich, odgovori usmeno. A mogli ste ovako odgovoriti. Der Hamster ist klein, verspielt und braun. Ist der Hase braun? Ja, der Hase ist braun.
Seko ist das Medjeboje. Wie ist der Hase? Kakav je on još? Der Hase ist... Zaustavi lekciju, odgovori. Mogli ste ovako odgovoriti. Der Hase ist mittelgroß, lieb und braun. Ist das Schaf braun? Nein, das Schaf ist weiß. Wie ist das Schaf? Antworte so. Das Schaf ist... Pausiere die Lektion und antworte mündlich. A mogli ste odgovoriti ovako. Das Schaf ist mittelgroß, weiß und lieb. Ist das Pferd braun? Ja, das Pferd ist braun. Konje isto smeđe boje. Wie ist noch das Pferd? Kakav je još konj? Mogli ste ovako odgovoriti. Das Pferd ist groß, wild, klug und braun. Und schön. I lijep je. Was ist rosa? Tko se sjeća? Die Rose ist rosa. Ruža je roze boje. Ist das Schweinchen rosa? Ja, das Schweinchen ist rosa. Prašić je isto rosa boje. Wie ist das Schweinchen? Kakav je praščić još? Das Schweinchen ist... Ja, klein, lieb und rosa. Was ist ein Haustier? Koja životinja ili koje životinje od ponuđenih su kućni ljubimci? Welches Tier wohnt auf dem Land? A koja životinja ili koje životinje žive na selu? Pausiert die Lektion und antwortet mündlich. Zaustavite lekciju, odgovorite usmeno. Jeste li ovako odgovorili? Der Hase ist ein Haustier. Das Schaf wohnt auf dem Land. Der Hamster ist ein Haustier. Der Hund ist ein Haustier. Was ist ein Haustier? Welches Tier wohnt auf dem Land? Pausiert die Lektion und antwortet mündlich. Jeste li ovako odgovorili? Das Huhn wohnt auf dem Land. Der Fisch ist ein Haustier. Die Katze ist ein Haustier. Und die Kuh wohnt auf dem Land. Was ist ein Haustier? Koja životinja ili koje životinje su kućni ljubimci? Welches Tier wohnt auf dem Land? A koja životinja ili koje životinje žive na selu? Pausiere die Lektion und antwortet mündlich. Jeste li ovako odgovorili? Das Pferd wohnt auf dem Land. Das Schweinchen wohnt auf dem Land. Das Küken wohnt auf dem Land, aber der Papagei ist ein Haustier. A sada, djeco, pogledajmo. Svaka riječ koju smo danas naučili nekog je roda. Podsjetimo se, koji je to rod der? Plave boje, odnosno ein. Tako je, to je muški. Koji rod bi to bio di, eine, crvene boje? Tako je, ženski. A das, ein, zelene boje, srednji. Koje smo ono riječi učili muškog roda? Sprecht mir nach, govorite za mnom. Der Hund, der Hamster, der Hase, der Papagei, der Fisch.
A ženskog? Sprecht mir nach. Govorite za mnom. Die Katze? Die Kuh. A srednjeg? Sprecht mir nach. Govorite za mnom. Das Pferd. Das Schweinchen. Das Küken. Das Schaf. Das Huhn. Sada je vaš zadatak da zaustavite lekciju i nacrtate tablicu sa podnaslovima Der ein, die eine, das ein. A navedene riječi nacrtate u tablicu. Da vidimo što ćete nacrtati u plavom stupcu. Der Hund je pas. Der Hamster hrčak. Der Hase zec. Der Papagaj papagaj. Und der Fisch riba. Što ćete nacrtati u crvenom stupcu? Die Katze je mačka. Die Kuh krava. A što ćete nacrtati u zelenom stupcu? Das Pferd je konj. Das Schweinchen je praščić. Das Küken pilić. Das Schaf ovca. Das Huhn kokoš. Zaustavite lekciju i da vas podsjetim još jednom. Umjesto riječi nacrtajte slike u odgovarajući stupac. Da vidimo, jeste li ovako nacrtali? Zaustavite lekciju i sada se prisjetite naziva ovih životinja na njemačkom jeziku. Da vidimo. Der Hund, der Hamster, der Hase, der Papagei, der Fisch, die Katze, die Kuh, das Pferd, das Schweinchen, das Küken, das Huhn, das Schaf. A ovdje vidimo tri mala teksta o tri životinje. Koje su to životinje? Prepoznajte li ih na slikama? Poslušajte prvi tekst i dopunite usmeno riječi koje nedostaju. Ich heiße Marco. Mein Lieblingstier ist ein... Tako je, Hund. Der Hund heißt Rex. Er ist mittelgroß, braun und verspielt. Ich spiele mit Rex im Park. Ich heiße Mia. Mein Lieblingstier ist eine... Tako je, Katze. Die Katze heißt Mima. Sie ist klein, schwarz und klug. Ich spiele mit Mima zu Hause. Ich heiße Leon. Mein Lieblingstier ist ein Pferd. Das Pferd heißt Leo. Es ist groß, weiß und schön. Ich spiele mit Leo im Wald. Da vidimo, što su značile ove rečenice u prvom tekstu. Ich heiße Marco. Zovem se Marco. Mein Lieblingstier ist ein Hund. Moja najdraža životinja je pas. Der Hund heißt Rex. Pas se zove Rex. Er ist mittelgroß, braun und verspielt. On je srednje veličine, smeđ i zaigran. Ich spiele mit Rex im Park. Igram se sa Rexom u parku. A u drugom tekstu? Ich heiße Mia.
zove se Mia. Mein Lieblingstier ist eine Katze. Moja najdraža životinja je mačka. Die Katze heißt Mima. Mačka se zove Mima. Sie ist klein, schwarz und klug. Ona je malena, crna i pametna. Ich spiele mit Mima zu Hause. Igram se sa Mimom kod kuće. Ich heiße Leon. Zovem se Leon. Mein Lieblingstier ist ein Pferd. Moja najdraža životinja je konj. Das Pferd heißt Leo. Konj se zove Leo. Es ist groß, weiß und schön. On je velik, bijel i lijep. Ich spiele mit Leo im Wald. Sa Leom se igram u šumi. A sada pjesmica o životinjama. Poveznica je bitočkica likosa crta Wie macht der Hund? Poslušajte pjesmicu i nacrtajte barem dvije nove životinje. Mogli ste nacrtati sljedeće životinje. Die Maus, miš. Der Frosch, žaba. Die Biene, pčela. Der Bär, medvjed. Die Eule, sova. Das Huhn, kokoš. Die Taube, golub. Der Hahn, pjetao. Der Affe, majmun. Die Ente, patka. Der Wolf, vuk. Das Schwein, svinja. Die Kuh, krava. Das Schaf, ovca. Ili der Esel, magarac. A sada zaustavite lekciju i riješite jedan po jedan digitalan zadatak. Poveznice su bit točkica likosa crta, tire 222, bit točkica likosa crta, tire 3333 i bit točkica likosa crta, tire 33. U prvom zadatku se igramo vješala. U drugom moramo riječ koju čujemo spojiti sa slikom. A u trećem zadatku ćete na slici na kojoj su životinje odrediti kakve su to životinje. Viel Spaß! Du bist dran. Wir sprechen und zeichnen. Ti si na redu. Govorimo i crtamo. Nacrtajte svoju najdražu životinju i opišite ju pomoću ovih rečenica usmeno. Ich heiße, tu kažete kako se zovete. Mein Lieblingstier ist ein oder eine, tu kažete koja vam je najdraža životinja. Der, die ili das ist, tu opišete svoju najdražu životinju. Pazite kojeg je roda. I na kraju, ich spiele mit dem oder mit der. I napišite ili nacrtete gdje se sa tom životinjom igrate. A sada sami odlučite koliko ste naučili u ovoj video lekciji. Navedite 3 kućna ljubimca, 2 životinje koje žive na selu i 1 opis za životinju. Nasmijani smješko znači da to možete odlično. Ovaj smješko znači da to možete dobro. A ovaj smješko znači da još morate malo vježbati i da još niste uspjeli sve savladati. Pri ponovnom rješavanju video lekcije ćete sigurno uspjeti. Das war alles für heute. To je bilo sve za danas. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bog, do sljedećeg puta.